Einen recht schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Klassenspiel der 8b Peltago. Waldorfschule heißt halt am Anfang in der 8. alle müssen. Alle müssen. Und jetzt sind sie so weit, dass alle wollen. Das ist schon mal der erste große Erfolg. Das Stück selber, das werden Sie nachher an den Kostümen sehen, ist zeitlos. Spielt in keiner Zeit. Es kommen alte Dinge vor, Monarchie, Königtum. Es kommen neue Dinge vor, Ministerrat, Handy. Und es liegt daran, dass das Stück von der Problematik her sich sowohl vor 200, 300 Jahren wie auch vor 5 Minuten hätte abspielen können. Am Anfang, nach der Pause, es gibt eine Pause, in der können Sie Lose kaufen, unten beim Essen und Trinken. Der Gewinn, wenn man keine Nieder hat, ist ein Kräutersalz am Sommerfest. Vielleicht ist es ein kleiner Anreiz. Nach der Pause dann, da fragt der Sephir, eine Figur, ein Künstler, ein Porträtist, der fragt seine Angebetete, kann man glücklich sein, wenn um einem, oder kann man Glück haben, wenn um einen herum alles drauf und drunter geht? Kann man glücklich sein, wenn um einen herum alles drauf und drunter geht? Und die Dagila, seine Angebetete, antwortet dann nach einer kurzen Pause, die sie hoffentlich macht. Vielleicht, aber das ist dann inneres Glück. Oder man vergisst ganz, was um einem herum geschieht. Ich wünsche Ihnen beides. Ich wünsche Ihnen, dass Sie inneres Glück immer wieder mal verspüren. Das ist nämlich nicht gerade so locker überall zu haben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das drumherum nicht vergessen und Ihnen entsprechend auch handeln. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß. Thank you.
für ein schöner Sonnenaufgang. Wenn du dir das nur mal überlegst, die Sonne geht schon seit Jahren auf. Jeden Morgen. Seit Jahrhunderten. Seit Jahrtausenden. Ja, Millionen. Seit Ewigkeiten. Wie lange schätzt du, ist eine Ewigkeit? Ewig. Und zwei Ewigkeiten? Auch ewig. Nein, ewiger. Ewiger? Das gibt's doch gar nicht. Zwei Ewigkeiten müssen ja mehr sein als eine. Das wäre dann endlos. Genau. Ephes. Eine endlose Ewigkeit. Ob es auch eine ewige Endlosigkeit gibt? Du Scherzbold. Lach doch nur. Aber im Ernst, Ephes, ist es nicht ein Wunder, dass die Sonne jeden Morgen aufgeht? Stell dir vor, sie wäre heute nicht aufgegangen. Dann stünden wir jetzt im Dunkeln. Wir hätten nur noch den Mond. Ohne Sonne hätten wir auch den Mond nicht, Portul. Ephes, du denkst immer nur logisch. Probier doch mal zu fühlen, was es bedeuten würde. Ein Leben ohne Sonne. Ich möchte mir das lieber nicht vorstellen. Ewige Dunkelheit. Es würde sehr kalt werden. Eiskalt. Grabeskälte. Komm, Portul, lass uns einen Kaffee trinken. Ich bin froh, dass die Sonne heute aufgegangen ist. Guten Morgen, die Herren Wachtmeister. Guten Morgen. Zwei Kaffees, bitte. Noch etwas zum Frühstück dazu? Nein, danke. Ja, es ist ein guter Morgen. Gartus, kannst du mir kurz helfen? Gleich, Hildegard. Kann ich helfen? Oh, das ist sehr freundlich. Wenn ihr das bitte halten wollt. Ja, leider. Da ist ein gutes Plätzchen. Da kannst du etwas in der Sonne sitzen. Ich hole dich nachher wieder ab. Thank you.
Kollege Pottol hier ist ein veritabler Poet. Seht ihr, willst du nicht ein Glückslos kaufen? Schau, du kannst sie in jeder Farbe haben. Wie wär's mit einem roten? Setz dich her, Mundala, und ich zeichne ein Bild von dir. Ach, wenn ich mich sehen will, schaue ich in den Spiegel. Aneida, sag mir, ob ich heute Glück haben werde. Ich spendiere dir auch einen Kaffee. Das Glück wird dir heute ganz nahe sein. Hey, Garis, ein Kaffee für Aneida. Mundala, komm, ich kaufe einen los. Kauf doch gleich drei, das vergrößert deine Chancen. Eins reicht. Heute ist das Glück auf meiner Seite. Aneida weiß echt nicht, wovon sie redet. Siehst du, du hättest teilnehmen sollen. Du kannst immer noch. Ach, was soll's. Ich muss weiter. Bis bald. Glückslose, ein Lust für das tägliche Glück. Kaufen Sie Glückslose. Da kann ich dir nicht zustimmen. Sieh mal, Ephes, wenn sich der Mensch immer an die Wahrheit hält, dann kann das gar nicht so schlecht sein. Die Wahrheit... Was war mit Tagasse, dem neuen Polizeidirektor, als sie der Justizministerin widersprechen wollte? Er hat nur gesagt, was er selbst gesehen hatte. Die reine Wahrheit. Ich war selbst dabei. Und was hat es ihm gebracht, dass er gleich in seiner ersten Amtswoche degradiert wurde? Die Justizministerin. Wie kann man nur Pude heißen? Sie tut so, als ob sie für alles im Peltage verantwortlich wäre. Als ob sie über alles bestimmen könnte. Der König hätte sie schon längst absetzen sollen. Diese emporgekrochene Schachtel, diese... Hustel. Fistel. Die beiden sollten vorsichtshalber auch da sein. Wachmeister, kommen Sie gleich auch zum Regierungspalast. Es gibt Arbeit. Die haben es aber eilig. Der General hat es immer eilig. Und der neue Kommandant mit ihm. Was wohl passiert ist? Das werden wir gleich sehen. Schnell vorbei. Seh doch bitte meine Bilder an. So schön, wie ihr seid, kann ich nicht zeichnen. Ganz ohne Begabung seid ihr aber auch nicht. Meint ihr? Wirklich? Ob ihr mich einen Versuch wagen lässt? Ihr seid ein Spitzbube. Passt nur auf, ich könnte euch beim Wort nehmen. Dann hätte mein Glückslos ja doch gewonnen. Wie bitte? Ach, nichts. Ich habe noch das einzukaufen. Darf ich? Nun gut, aber es darf nicht zu lauwarm dauern. Hier, setzt euch hin. Wartet kurz. So, haltet das. Ja, so. Sieht wirklich bezaubernd aus. Vergesst nur das Zeichnen nicht. Ihr seid erst seit kurzem in Peltago? Ich habe euch hier noch nie gesehen. Ich habe euch schon gesehen. Wart ihr es nicht, der letzte Woche dort bei der Brücke in den Fluss gesprungen ist?
als der Hund der dicken Frau von General Washington ins Wasser fiel? Ich habe vom Fenster zugeschaut. Das war doch ihr, oder? Ja, das war ich. Seht ihr, ich kenne euch schon. Habt ihr auch eine gute Belohnung bekommen? Die Frau war so mit Hühnchen besorgt. Sie hat mich kaum beachtet. Wie kann man uns dann so undankbar sein? Das Wasser war sehr schrecklich kalt. Ja, nur zum Spaß würde ich jetzt nicht mehr reingehen. Das war tapfer von euch. Gefällt es euch in Peltago? Ja, bis auf die dicke Dame sind die Leute alle sehr freundlich. Wir sind erst vor kurzem aus Gelvina hergezogen. Was? Ihr seid aus Gelvina? Dort bin ich geboren. Aber ich bin schon als Kind nach Peltago gekommen. Das ist ja ein Zufall. Glaubt ihr an Zufälle? Also unsere Begegnung heute ist kein Zufall. Ich komme fast jeden Morgen hier vorbei. Und ihr seid sicher heute auch nicht zum ersten Mal auf dem Platz. Früher oder später hätten wir also uns auf jeden Fall mal getroffen. Ich meine, dass ihr jetzt hier wohnt, sodass wir uns begegnen konnten. Das kann man doch einen sehr glücklichen Zufall nennen. Ja, vielleicht ist es auch Schicksal. Wer weiß, was die Sterne nur für uns bereithalten. Seht ihr die alte Frau dort? Das ist Aneida. Sie ist blind, aber sie weiß Dinge, die sonst keiner kennt. Sie hat mir vorhin gesagt, dass ich heute Glück haben werde. Da bin ich ja mal gespannt. Wo sind denn eure Eltern? Meinen Vater habe ich nie gekannt. Als Kind lebte ich mit meiner Mutter in Gelvina. Aber dann ist sie sehr krank geworden. Sie starb und ich kam zu Mönchen in ein Kloster, nicht weit von hier. Da war ich 8 Jahre alt. Jetzt macht nicht so ein trauriges Gesicht. Das ist alles lange vorbei. Heute bin ich selbstständig und kann die Dinge tun, die mich wirklich interessieren. Wisst ihr, das Wunderbare am Leben ist, dass jeden Tag etwas Neues darauf wartet, entdeckt oder getan zu werden. Man muss es nur ergreifen. Ich wünschte mir es genauso. Ich habe oft das Gefühl, dass sich alles wiederholt, das ewig Gleiche, Tag für Tag. Das könnt ihr doch vom heutigen Tag nicht sagen. Nein, bisher war es erfreulich anders. Ja, ich sag dir doch mal genau Bescheid. Wir treffen uns jede Woche bei Garis zum Kartenspiel. Ist Zephyr euer Name? Er passt gut zu euch. Wie heißt ihr? Dagila. Heute hat mir die schöne Dagila gegenüber gesessen. Das kann ich mir gut merken. Zeichnet ihr immer eine Person oder auch meines anderes? Ich habe auch schon Häuser gezeichnet und Landschaften und manchmal auch Tiere. Da war euer Kater sicher auch schon ein Modell. Ja, Tambor habe ich schon ein paar Mal gezeichnet. Wartet, ich glaube, ich habe von ihr ein Bild dabei. Oh, der sieht ja prächtig aus. Der Katzenkönig. Ihr habt wirklich Talent. Ich dagegen habe überhaupt keins. Ich glaube, jeder Mensch hat Talente. Manchmal muss man sie nur ein bisschen hervorlocken. Wir können sich ja sehr schön singen. Ja, ich mag singen. Ob ich es gut kann, weiß ich nicht. Am liebsten tanze ich. Aber das ist ja eigentlich kein Talent. Das kann ja jeder. Singt ihr doch. Lo, lo, lo.
Kann ich euch vielleicht einmal zum Tanz abholen? Ich weiß, was mein Vater zu sagen würde. Er macht jedenfalls im Theater, wenn ich abends weggehen will. Auf junge Männer ist ich gar nicht gut zu sprechen. Er hält mich immer für ein kleines Kind. Wenn es nach ihm ginge. Was ist denn los? Der König ist gestorben! Wo die alte Krähe nur bleibt. Herr General! Ja, ja, ich weiß. Ich habe nichts gesagt. Dass er gerade jetzt sterben musste, so ganz unerwartet. Ich weiß, wer darauf schon lange gewartet hat. Was sie jetzt wohl von uns will? Das haben sie ja gehört. Das Volk informieren, die Trauerfeierlichkeiten und die Nachfolgeregelung. Für die Königin nicht? Die Königin, was denken Sie? Die versteht auch nichts von Politik. Und Kinder hatte der Königin auch mal keine. Dann hat der Ministerrat jetzt viel zu tun. Falls es noch dazu kommt. Was meinen Sie? Herr Gasse, jetzt seien Sie nicht so naiv. Können Sie sich nicht denken, warum wir hergestellt wurden? Aber das haben Sie doch gerade gesagt. Genau, jetzt denken Sie doch mal ein paar Schritte weiter. Herein. Herr General. Herr Kommandant. Die Herrn Wachtmeister. Sie haben vom König gehört? Ja, es ist eine Tragödie. Ein großes Unglück für Peltago. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie davon nichts gewusst haben. Das wird für Sie noch Folgen haben. Sie warten besser draußen. Wir lassen Sie rufen, wenn Sie gebraucht werden. Machen Sie das
rückgängig. Und zwar sofort, dass mir so etwas nicht noch einmal vorkommt. Gut, dass Sie da sind. Nehmen Sie Platz. Sie sind informiert worden? Ein schwerer Schlag für unser Land, Ministerin. Ich bin nicht Ministerin. Ich bin Frau Minister. Ja, Frau Minister. Ich habe Sie, Washington, und Sie, Herr Tegassi, mit Bedacht gewählt. Denn in einer Ausnahmesituation wie dieser brauche ich Untergebene, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann. Männer, die wissen, was zu tun ist und die nicht zögern werden, das Notwendige mit aller Konsequenz auszuführen. In dieser Zeit ist es sehr schwierig, verlässliche Personen zu finden. Das sind wir, Frau Minister. Ich habe veranlasst, dass Sie befördert werden. General Washington, ich ernenne Sie hiermit zum Oberbefehlshaber der Armee. Und Sie, Herr Tegassi, sind ab sofort wieder Polizeidirektor. Zusätzlich sind Sie nun der Chef der Staatssicherheitsbehörde. Frau Minister, Sie brauchen mir nicht zu danken. Die Sache von vor 2 Wochen ist vergessen. Wichtig sind Ihre Kenntnisse und den Respekt, den Sie unter den Beamten genießen. Ist der Ministerrat schon einberufen? Tegassi, Sie haben mir amtlich grundlos zurückerhalten. Habe ich Ihre uneingeschränkte, absolute Unterstützung? Meine mit Sicherheit. Ja, Frau Minister. Damit rechne ich. Und sollte ich mich bei Ihnen geirrt haben, dann wollte ich nicht in Ihren Schuhen stecken. Denken Sie an Ihre Familie. Ja, Frau Minister. Wir befinden uns im Notstand. Es muss auf der Stelle gehandelt werden. Die anderen Minister waren dazu nicht in der Lage. Sie waren es gewohnt, den Anweisungen des Königs zu folgen. Jetzt braucht es in Peltago eine klare, entschiedene Linie, die ohne lange zu diskutieren die notwendigen Entscheidungen trifft. Ich habe als Justizministerin den König beraten und in den vergangenen Monaten, als er selbst immer weniger dazu in der Lage war, bereits mehr und mehr die Regierungsgeschäfte übernommen. Es ist nur folgerichtig, dass ich jetzt meinen Platz an der Spitze der Regierung einnehme und die Befehlsgewalt ausübe. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, Frau Minister. Dann heißt es jetzt sicherzustellen, dass unerwünschte Zwischenfälle ausbleiben. Das Volk muss informiert werden, aber in unzweideutiger Weise. Hier ist eine Liste von Personen, die nicht vertrauenswürdig sind. Auf diese Personen muss nun besonders geachtet werden. Und hier sind weitere Anweisungen für Sie, Herr Polizeidirektor. Nun hatte ich recht. Was machen wir denn jetzt? Wenn Ihnen das nicht absolut klar ist, muss ich Sie auf der Stelle verhaften. Langsam. So habe ich das nicht gemeint. Ich will auch keinen Ärger. Gut, Sie hätten mir beinahe Angst gemacht. Die Krähe weiß genau, was sie will. Die geht über Leichen. Wir passen besser auf, dass es uns mit ihr nicht verderben. Nach dem, was geschehen ist und dem König jetzt tot, sollten Sie ganz besonders vorsichtig sein. Ja, das sehe ich wohl. Tegassi, passen Sie besser auf, sonst kostet Sie das nur Kopf und Kragen. Ja, der Herr General, was freue ich mich, euch zu sehen. Oh, ist das ein neuer Orden? Wie der glänzt. Jetzt sind es schon 3. Wer ist das? Das ist der Polizeidirektor, Eure Hoheit. Ihr habt auch schon bessere Tage erlebt. Da freue ich mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ganz meinerseits, Eure Hoheit. Ich suche meine Schwester. Habt ihr sie gesehen? Nein, hier ist sie nicht gewesen. Heute Nacht ist der König gestorben. Gestern ist meine Taschenuhr gestorben. Erlaubt mir, Sie, Eurer Hoheit, wieder aufzuziehen? Ich lasse mich von ihm nicht aufziehen. Nein, entschuldigt bitte. Ich meinte die Uhr. Da macht sie wieder tick, tick, tick.
Das werde ich euch nie vergessen. Stets zu Diensten, Eure Hoheit. Wo Leni nur sein könnte. Der Palast hat dreimal 21 Zimmer. Sie könnte... Da leuchtet mir etwas ein. Der Prinz hat sie gar nicht erkannt. Ich bin ihm auch erst ein oder zweimal begegnet. Außerdem glitzere ich nicht so schön. Es wäre für den neuen Chef der Stadtsicherheitsbehörde auch sicherlich unangebracht. Aber sie machen das schon richtig. Es ist ihnen glänzend gelungen, sich einzuschmeicheln. Eure Majestät, mein tiefstes Beileid. Eure Majestät, auch von mir mein tiefst empfundenes Beileid. Auch meine ganz herzliche Anteilnahme. Und meine. Danke. Sie wollen zu mir? Ja, es gibt da noch einiges zu arrangieren. Dieser Schicksalsschlag muss Eure Majestät schwer getroffen haben. Euer Gefühlsleben ist in Aufruhr. Was mein Gefühlsleben betrifft, das kann ich selbst wohl am besten beurteilen. Es stimmt, der Tod des Königs ist ein großes Unglück für uns. Aber die Trauer darf uns nicht vergessen lassen, dass dringende Aufgaben zu erledigen sind. Eure Majestät hat ganz recht. Wir stehen vor einer großen Herausforderung, was die Zukunft des Landes betrifft. Es gibt vieles zu verbessern. Ich bin völlig eurer Meinung, Majestät. Meine Herren, ich danke für Ihre Kondolenz. Haben Sie noch weitere Anliegen? Die beiden sind in Ihrem Auftrag hier. Warten Sie noch, sie werden noch gebraucht. Aber ich kann gerne etwas für Eure Majestät tun. Danke, am besten wäre es, Sie ließen mich allein. Ich habe mich um die Regierungsgeschäfte zu kümmern. Gerade das will ich Eure Majestät abnehmen. Frau Minister Pude, Sie haben lang genug für den König die Geschäfte geführt. Er war nicht immer glücklich damit. Er war sogar sehr oft unzufrieden mit Ihren Entscheidungen. Er hat mir davon geklagt. Und er hat es Ihnen, soweit ich weiß, auch deutlich gesagt. Das ist nun vorbei. Ich werde mich um die Angelegenheiten des Landes kümmern. Der Ministerrat ruft in Kürze zusammen. Bis dahin brauche ich Sie nicht mehr. Sie können gehen. Danke, Sie auch. Sie können gehen. Majestät, das geht so ganz und gar nicht. Ich bin bereit, euch einen Platz in der Spitze der Regierung einzuräumen. Das Volk... Frau Justizministerin, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Es ist an der Zeit, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder von eigentlichen Aufgaben zu wenden. Da gibt es vieles zu verbessern. Wenn Sie es wünschen, können Sie auch einen Urlaub nehmen. Gehen Sie jetzt bitte. So einfach lasse ich mich nicht abspeisen. Ich trage seit Monaten die Verantwortung für dieses Land. Ich werde es weiterführen. Ich habe es bis ins Detail gebracht. Frau Justizministerin, Sie haben kein Recht, sich so aufzuführen. Ich bin das Recht und ich habe die Macht. Ich werde es weiterführen. Oh la la, ich hoffe, ich störe nicht. Godo, nicht jetzt bitte. Leni! Weißt du, wie lange ich dich schon suche? Frau Pude, ich freue mich sehr, euch heute zu sehen. Seid ihr krank? Ihr seht so blass aus. Godo, tu mir einen Gefallen. Bitte die Polizisten draußen hereinzukommen. Ja, das werde ich. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Ich wünsche der Hohen Gesellschaft noch einen erquicklichen Morgen. Adieu. Vielleicht wäre es besser, Sie gehen jetzt alle. Ich werde nicht von der Stelle weichen. Washington, Tergasse, ich zähle auf Sie. Washington und Sie, Herr Tergasse? Wachtmeister, bringen Sie die Königin auf Ihr Zimmer. Verehrte Majestät, vergib mir meine Impertinenz. Aber wir sind zutiefst betroffen von des Königs Tod. Godobanda, du musst später wiederkommen. Jetzt geht es nicht. Ich bitte die Gegenwärtige höflichst um einen kleinen Augenblick Geduld. Ich will auch niemanden über Gebühr aufhalten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Schon wieder zu wenig, aber was kann man machen? Wachtmeister, ich wiederhole, bringen Sie die Königin auf Ihr Zimmer. Was sollen wir tun? Verhaften Sie die Königin! Sie sollten lieber die Ministerin mitnehmen! Los, worauf warten Sie? Machen Sie schon! Sollen wir es uns teilen? Du die eine und ich die andere?
Gasse. Das ist jetzt Ihre Aufgabe. Tun Sie Ihre Pflicht. Hauptmann, nehmen Sie die Königin in Gewahrsam. Das ist ein Dienstbefehl. Bringen Sie die Königin auf Ihr Zimmer und achten Sie darauf, dass sie dort bleibt. Hauptmann! Majestät, darf ich bitten? Lassen Sie uns gehen. Hier fehlt mir die Luft zum Atmen. Ephes, weck mich doch bitte. Ich fürchte, ich habe einen Albtraum. Sehen Sie, es braucht nur etwas Durchsetzungskraft. Tergasse, beim nächsten Mal noch etwas zackiger. Sie werden überrascht sein, was mit ein bisschen Begeisterung für die Sache alles zu erreichen ist. Jetzt zu der Königin. Sie sind mir dafür verantwortlich, dass sie eingesperrt bleibt. Ich erachte den Palast dafür als ungeeignet. Besser, sie würde ganz aus der Stadt entfernt. Organisieren Sie noch heute Ihren Abtransport. Frau Ministerin. Nennen Sie mich ab jetzt. Prima. Los, sagen Sie es. Prima? Frau Prima? Unsinn, nur Prima. Prima, ist doch klar, Tergasse. Verstehen Sie nicht? Prima, die erste. Meine höchste Prima, meine erhabenste Prima, meine durchlauchtigste Prima. Übertreiben Sie es nicht gleich, Washington. Höchste Prima ist genug. Nun, Herr Tergasse, was wollten Sie sagen? Höchste Prima. Ja, Herr Polizeidirektor? Höchste Prima, ich sehe eine Gefahr beim Transport der Königin aus dem Palast. Jemand könnte darauf aufmerksam werden, dann gäbe es womöglich einen Aufruhr unter der Bevölkerung. Gut mitgedacht, Herr Gasse. Dafür gibt es einen Pluspunkt. Da steckt doch noch was in seinem Köpfchen. Schweigen Sie! Sie bekommen heute noch Gelegenheit, sich zu beweisen. Wir werden es in die Nacht verlegen lassen. Heute nach Mitternacht. Bis dahin sorgen Sie für die strengste Sicherheit im Palast. Jawohl, höchste Prima. Das machen Sie schon ganz gut. Damit hätten wir jetzt das erste Problem im Griff. Jetzt das Volk. Das Volk wird die Königin sehen wollen. Was sagen wir? Für eine überzeugende Antwort bekommen Sie auch einen Pluspunkt. Ich werde zum Volk sprechen. Noch heute Vormittag. Sie werden an meiner Seite stehen, dass sofort deutlich ist, wer jetzt die Zügel in der Hand hält. Tergasse, Sie werden die neuen Sicherheitsbestimmungen verkünden, dass man gar nicht erst auf den Gedanken kommen kann, sich gegen mich zu stellen. So wie Sie aussehen, können Sie aber nicht erscheinen. Ziehen Sie sich eine Uniform an, die etwas mehr hergibt. Jawohl, höchste Prima. Ich hätte auch noch eine Paradeuniform. Ihre ist schon imposant genug. Jetzt zur Sache. Wir verordnen Staatstrauer. Alle sollen gleich nach Hause gehen. Pluspunkt. Keine öffentlichen Reden, keine Versammlungen. Die Geschäfte werden geschlossen. Pluspunkt. Sorgen Sie dafür, dass diese Verordnungen bekannt gemacht werden. Es gibt dann noch etwas. Der König hat nicht vor allzu langer Zeit ein Testament verfasst. Ich habe es nicht gelesen, hat es mir vorenthalten. Nur durch Zufall habe ich davon erfahren. Ich habe es selbst sofort überall danach gesucht, habe es nicht gefunden. Vielleicht hat es die Königin. Kein Pluspunkt. Daran habe ich natürlich auch schon gedacht. Aber als sie vorhin beim Frühstück war, habe ich ihr Zimmer durchsucht. Nichts. Jetzt ist sie schon wieder nicht da. Eure Hoheit, eure Majestät. Eure Schwester ist auf der Suche nach einem wichtigen Dokument. Der König hat es kurz vor seinem Tod selbst geschrieben. Ihr wisst nicht rein zufällig, wo es ist. Zufällig? Irgendwo? Nein. Nein. Mutter, bist du es? Es ist kaum zu glauben. Ja, wer hätte das gedacht? So plötzlich. Ich bin so enttäuscht. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Sefi hat gesagt, wir müssen jetzt ganz besonders wachsam sein. Das Land sei in einer Krise. Das will ich wohl eine Krise nennen. Wie sie sowas nur sagen konnte. Es ist schlimm. Jetzt zieh mich bitte an. Sefi hat gesagt, dass sie mir jetzt kaum Kräfte gibt. Ich kann es immer noch nicht fassen. Aber jetzt zieh mich bitte an. Was ist denn? Siehst du mich? Was siehst du?
Du hast deine Haare machen lassen? Ja, das auch. Aber sehe ich so aus, als trüge ich die Mode vom letzten Jahr? Was? Wovon redest du? Wer ist Zephyr? Das ist der junge Mann, der letzte Woche das Hühnchen von Frau Waschenhäuser im Fluss gerettet hat. Wäre Legi da doch nur auch hineingefallen. Was ist denn los mit dir? Worüber legst du dich so auf? Ja, ist das nicht eine perfide Gemeinheit, zu sagen, ich ginge nicht mit der Zeit? Findest du es etwa auch? Nein, Mutter, ganz und gar nicht. Du hast einen ganz individuellen Stil. Aber es wurde und setze dich. Ich habe dir nicht alles erzählt. Ich habe dir auch noch nicht alles erzählt. Mutter, hast du es mitbekommen? Der König ist tot. Er ist in der Nacht gestorben. Ja, ich weiß. Jetzt wird sich alles ändern. Legida denkt ab. Was interessiert es mich überhaupt, was Legida denkt? Soll sie doch mit dem Kuckuck fliegen? Stell dir vor, Zephyr, der von der Brücke. Den habe ich heute auf dem Marktplatz getroffen. Er ist ein Künstler. Ich habe im Modell gesessen. Was? Am helligsten Tag? Er hat mein Porträt gezeichnet. Ich könnte ihr das Gesicht zerkratzen. Hast du sonst nichts Besseres zu tun? Ich habe auch eingekauft. Zephyr mir viel von sich erzählt. Er stammt auch aus Gelwina und er ist wirklich nett und sehr charmant. So weit ist es also schon. Lass nur Vater nichts davon hören. Du weißt ja, was er von charmanten jungen Männern hält. Zephyr ist ein richtiger Künstler. Du wirst es ja sehen. Legida sollte sich selbst einmal im Spiegel ansehen. Das macht sie wahrscheinlich 10-mal am Tag. Was wird das sein? Wer? Zephyr mit meinem Porträt. Was? Du hast ihn zu uns eingeladen? Jetzt sei doch nicht gleich so. Er muss noch Milch und einen Schliff geben. Dann wollte ich es vorbeibringen. Wo wird das noch hinführen? Das ist so nett, dass er extra vorbeikommt. Ich wollte es euch auf jeden Fall heute noch geben. Kommt doch bitte herein. Ich möchte euch meine Mutter vorstellen. Mutter, das ist Zephyr. Ich wünsche einen guten Morgen. Danke. Setzt euch doch bitte. Ihr wart es also, der Legidas Hund aus dem Wasser gezogen hat? Zephyr liebt Tiere über alles. Hättet ihr nicht stattdessen dieser Tunte einen kleinen Schubs geben können? Verzeiht mir bitte, ich verstehe nicht. Mutter, jetzt redet solcher Unsinn. Das ist ihr Freundin Legida. Und heute haben sie sich mal wieder gestritten. Überhaupt nicht gestritten. Sie hält mich für provinziell. Ich würde es etwas nie sagen. Selbst wenn ich es dächte. Aber setzt euch doch. Vielen Dank. Ich habe ein Bildnis eurer hübschen Tochter gezeichnet. Darf ich es euch zeigen? Gefällt es euch? Das ist euch gut gelungen. Ein schönes Bild. Dagila ist das Abbild ihrer Mutter. Euch würde ich auch gerne zeichnen. Vorsicht, er ist ein Spitzbube. Das sagst du mir? Pass lieber selber auf. Also, ich gehe dann wieder. Nein, bitte bleib doch noch. So bleib doch noch. Dagila, bring den Kaffee. Ihr werdet doch ein Tässchen für uns trinken. Das ist sehr freundlich, aber ich möchte mich wirklich nicht aufdrängen. Unsinn, bleibt noch. Ihr seid auch aus Gelwina? Ja, aber ich bin schon als Kind nach Peltago gekommen. Ich erinnere mich noch an die große Überschwemmung. Dort mussten wir unser Haus verlassen. Damals war meine Mutter schon krank. Leben eure Eltern jetzt auch in Peltago? Nein, meine Mutter ist gestorben. Jetzt stelle ich so viele Fragen. Zephy ist ein Waisenkind. Jetzt lebt ihr hier ganz alleine. Nein, mit seinem Kater. Und verdient sein Geld mit Zeichnen. Später will er auf die Akademie gehen und Künstler werden. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Was schulde ich euch für das Bild? Ach nichts. Ich würde es euch gerne schenken. Bauda, bist du es? Wer hat denn zu mir gesagt? Ich habe doch Sie gesagt, dass ihr nicht bleiben müsst. Hier, in den wieso Schwarzen ist der Spiegel? Den hast du doch erst gestern sauber gemacht. Und wie du unsere Freunde stehen, schon wieder die Schuhe. Ich habe doch gesagt, dass sie aufgeräumt werden müssen. Du kommst aber früh. Ist etwas geschehen? Du bist doch nicht wieder. Nein, ganz im Gegenteil. Ich wurde befördert. Du scheinst aber ganz und gar nicht froh darüber zu sein. Natürlich bin ich froh. Setz dich doch. Hier, dein Kaffee. Ihr habt mich erwartet? So wie die Lage jetzt ist, muss man mit allem rechnen. Zur Feier deiner Beförderung. Oh, zeig mal. Der ist aber schön. Dann werden wir auch wieder mehr Geld haben. Stell dir vor, Legida Washington behauptet, ich sei altmodisch. Sie soll sich noch wundern. Aber du bist doch gar nicht altmodisch.
Höchste Prima. Habt ihr so etwas schon mal gehört? Höchste Prima? Die höchste Legida denkt, sie sei immer im neuesten Stil gekleidet. Sie sei für das Land das Beste, hat sie gesagt. Das Beste ist für sie nicht gut genug. Sie will dem Land eine neue Richtung weisen. Ihren Schneider hat sie bestellt. Keinen anderen will sie neben sich gelten lassen. Als wenn der es besser könnte. Es ist zum Verzweifeln. Ein Skandal. Ich kann nichts daran ändern. Doch, gib mir etwas mehr Geld, dann werde ich es ihr zeigen. Mutter, hörst du Vater überhaupt zu? Höchste Prima sollen wir sie jetzt nennen. Wen? Die Justizministerin. Sie hat die Regierung übernommen, allein. Die Pudelfrau? Das hätte man fast erwarten können. Legida hat gesagt, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Krähe den Ministerrat hinter sich lässt. Das hat sie vom alten Washington. Der weiß immer alles im Voraus. Jetzt hat sie eine Chance und sie weiß sie zu nutzen. Und sie hat dich gleich wieder befördert? Das ist doch ein gutes Zeichen. Was bist du denn jetzt? Wieder Polizeidirektor. Und sie hat mich auch gleich mit reichlich Aufgaben versorgt. Was ist das für ein Bild? Bist du das da, Gila? Heute früh hat ein Künstler auf dem Markt als Modell gesessen. Er hat mein Porträt gezeichnet. Nicht schlecht. Aber pass nur auf, diese jungen Männer wollen immer gleich mit einem anbändeln. Ja, Dagila, dein Vater spricht aus Erfahrung. Wie geht's der Königin? Sie ist tiefst unglücklich. Ach, die Königin. Ich weiß nicht. Sie ist mehr trotzig als traurig. Ob sie jetzt selber regieren will? Der höchste Prima sagt, das wäre nichts für das Land. Es würde nur Unglück bringen. Es braucht eine klare, entschiedene Linie. Werden wir die Königin heute sehen? Nein, sie wird in ihrem Zimmer bleiben. Sie muss sich ausruhen. War es der Wunsch der Königin? Oder will das nur die Frau Pute? Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall bleibt sie in ihrem Zimmer. Dafür ist gesorgt. Was meinst du damit? Sie kann nicht heraus? Nein, sie kann nicht. Ihr habt sie eingesperrt und du hast da mitgemacht? Es ist wahrscheinlich besser so, dass nicht zwei Lager entstehen, die sich bekämpfen. Das hätte ich wirklich von dir erwartet. Bist du wirklich der Ansicht, dass die höchste Frau Pu das Land retten wird? Selbst wenn ich es nicht wäre, was könnte ich dagegen tun? Die höchste Prima lässt nicht mit sich spaßen. Bei einer Degradierung würde es diesmal nicht bleiben. Du sollst für deine Zeugen gerade stehen. Du hast leicht reden. Du hast nichts zu verlieren. Was würdest du sagen, wenn man mich ins Gefängnis stecken würde? Oder noch schlimmer, wenn wir nächsten Monat kein Geld mehr hätten? Jetzt bedräng deinen Vater nicht so. Er wird schon wissen, was das Richtige zu tun ist. Nicht wahr, Bauder? Und morgen kaufen wir das neue Kleid. Ja, Vater, tust du hier alles, was in der Macht steht. Und die Königin ist in ihrem Zimmer, sagst du? Kann man sie dort besuchen? Nein, die Wächter lassen keinen zu ihr. Dann werden wir sie sicher morgen sehen. Ach, lass mich doch mit der Königin in Ruhe. Sie bleibt sowieso nur bis heute Nacht in der Stadt. Es würde nur Unruhe im Volk entstehen, wenn sie auch noch mitreden wollte. Die höchste Prima hat alles längst bis ins Detail geplant. In einer halben Stunde wird sie zum Volk sprechen. Dann werdet ihr es selbst hören. Das ist ja überhaupt der Grund, warum ich gekommen bin. Ich soll die Uniform wechseln. Die Sonntagsuniform hängt im Schrank. Ah! Kind, du musst doch aufpassen. Warte, ich hole dir ein Pflaster. Sofa, kümmerst du dich drum? Hier, deine Uniform. Danke. Jetzt muss ich aber wirklich los. Bis heute Abend. Und vergiss nicht abzuschließen. Ist der Schnitt sehr tief? Es geht schon. Habt ihr euch verletzt? Ich habe richtig Angst um euch bekommen. Aber es hat geholfen. Er war drauf und dran, den Schrank zu öffnen. Ihr habt euch meinetwegen den Finger geschnitten? Wenn mein Vater stattgefunden hätte. Es ist nicht auszudenken, was dann geschehen wäre. Kann ich noch etwas für euch tun? Tut es sehr weh? Nein, es geht schon. Aber habt ihr gehört, was dort im Palast geschieht? Ja, ich habe alles mitbekommen. Es ist weit schlimmer, als ich befürchtet hatte. Wir müssen sofort etwas unternehmen. Meine neue Frisur hat er gar nicht bemerkt. Das Volk muss erfahren, was wirklich geschieht. Was ist das? Was hat er da? Lauter Namen. Gerwanda, Ersten Lugina,
Zephyr Gomales. Seid ihr das? Ja, das ist mein Name. Was ist das für eine Liste? Garis und Fingurt sind auch darauf. Verdächtige Person. Überwachen, im Notfall inhaftieren. Achtung, Achtung! In wenigen Minuten um 11.30 Uhr findet vor dem Regierungspalast eine Versammlung statt. Alle Bürger sind aufgefordert, dort zu erscheinen. Wichtige Nachrichten über das Land werden verkündet. Das macht unsere Aufgabe noch dringlicher. Aber es wird dadurch auch einfacher, mit den anderen Kontakt aufzunehmen. Ich möchte mit euch kommen. Vielleicht kann ich helfen. Nein, Dakila, jetzt überstürzt die Dinge nicht gleich. Wenn Vater euch da zusammen sieht, wird er nicht begeistert sein. Wir können uns heute Abend beim Café treffen. Und ich werde euch heute bei der Versammlung heimlich zuwinken. So viele Leute! Was ziehe ich da am besten an? Keine Gelegenheit, allein zu sein. Dafür habt ihr hier genau einen richtigen Platz ausgesucht. Auch hier sind wir nicht allein. Überall um uns herum sind Tiere. Sie zeigen sich nur nicht. Natürlich. Eure Tiere habe ich fast vergessen. Hört einmal. Dagila, ich wollte euch etwas fragen. Sagen wir nicht zueinander. Schließlich kennen wir uns jetzt schon den ganzen Tag. Das wollte ich euch, dich
auch fragen. Und was wolltest du sagen? Für mich ist heute ein Glückstag. Obwohl der Grund, weshalb wir hier sind, kein glücklicher ist. Ja, das sehe ich auch so. Aber denkst du, kann man Glück haben? Ich meine, kann man glücklich sein, obwohl alles um einen herum aufgeregt und besorgt ist? Vielleicht, das ist dann ein inneres Glück. Oder man merkt einfach nicht, was in der Welt geschieht. Ich merke es schon und es beschäftigt mich auch. Aber trotzdem. Für mich ist heute ein Glückstag, weil ich dich kennengelernt habe. Ich hab's doch gesagt, du bist ein Spitzbube. Es ist mein Ernst. Für mich ist dies von besonderer Bedeutung. Ich bin auch froh, dass du mich heute Morgen angesprochen hast. Das hat meinen Tag ganz strahlend gemacht. Stell dir vor, wir wären uns heute nicht begegnet. Dann würde ich zu Hause sitzen und vom nächsten Treffen nichts mitbekommen. Und ich wäre ohne dich hier. Und ohne Glück. Das Glück, unser Glück, wird uns nicht so lange zunutze kommen. Es wird uns Kraft geben. Gemeinsam werden wir einen Ausweg finden. Lass uns noch ein wenig am Bach entlang gehen. Wenn wir ganz leise sind, können wir den Tier vielleicht auch sehen. Stimmt, man könnte uns hören. Bin ich erschrocken, so anzuschleichen. Ich wäre fast gestorben vor Schreck. Es tut mir leid, ich wollte dir keine Angst einjagen. Hast du den anderen Bescheid gesagt? Ja, nach der Rede der Ministerin bin ich gleich zu Fingurt. Ich gab ihm dein Losungswort. Er wollte es auch gleich weiter sagen. Und wo wir uns treffen. Ich hoffe, es wird angenehm. Und was ist mit Gosal? Er kann nicht kommen. Seine Frau hat heute Geburtstag. Was? Ist das dein Ernst? Das kann doch nicht sein. Ja, ganz sicher. An so einem wichtigen Tag kann er doch einfach nicht wegbleiben. Ja, genau. Das hat er auch gesagt. Er hat Angst, dass sie ihn verlässt, weil er so oft abends nicht da ist. Aber das ist doch etwas ganz anderes. Damals ging es bloß ums Kartenspiel. Heute geht es um die Freiheit von Peltago. Willst du das seiner Frau erklären? Nein, jetzt ist es zu spät. Wo die nur bleiben. Ob alle wissen, wo wir sind? So schwer ist es nun auch nicht zu finden. Es gibt noch die Ruine am Mühlbach. Vielleicht haben sie die verwechselt. Oder vielleicht sind wir am falschen Ort. Hillegan, ich habe diesen Treffpunkt auch selbst ausgewählt. Psst, ich höre Stimmen. Huch, bin ich froh, dass wir euch gefunden haben. Ich dachte schon, wir hätten uns verlaufen. Warum hast du denn dann Neider mitgebracht? Davon hatte ich nichts gesagt. Wieso denn nicht? Sie wollte halt mitkommen. Und warum, werter Herr? Sollte ich nicht mit dabei sein? Aber das ist doch viel zu gefährlich. Stell dir vor, wir würden von der Polizei überrascht und müssten alle ganz schnell weglaufen. Was würdest du dann machen? Ich würde einfach sitzen bleiben und einen der Beamten bitten, mich nach Hause zu bringen. Und wenn du verhört wirst? Überlass das nun. Bisher habe ich für jeden die richtige Antwort gewusst. Hillegard, hast du dein Los schon aufgemacht? Oh, das habe ich ganz vergessen. Kann das nicht bis morgen warten? Nein, das ist richtig. Gewonnen. Los, was? Ich bekomme noch ein Los, Mundala. Jetzt habe ich keine dabei. Ich gebe dir morgen eins. Hört mal, wir haben jetzt etwas Wichtigeres zu tun. Ja, Garis, du hast recht. Was heute die Justizministerin gesagt hat, dem können wir nicht zustimmen. Sie hat so geredet, als wäre sie ganz allein für die Zukunft von Peltago zuständig. Nicht einer der anderen Minister war dabei, als wenn sie das überhaupt nichts anginge. Nur der alte General und der Polizeidirektor, die folgen der Krähe aufs Wort. Das Schlimmste ist, dass sie uns den Mund verbieten will. Habt ihr gehört? Es soll in Zukunft nur noch eine Zeitung geben. Und wenn sich jemand kritisch über die Regierung äußert, sollen wir uns sofort der Polizei melden. Dann gehe ich mal los und zeige euch an. Und Dala, spinnst du? War doch nur ein Scherz. Unser tristes Leben braucht doch etwas Humor. Hebt ihr den für später auf. Werd ich. Und was sagt ihr dazu, dass wir zu dieser Zeit im Wald herumstehen,
wo jeder längst zu Hause sein sollte? Diese Regeln sollten sofort rückgängig gemacht werden. Wir müssen auf dem Marktplatz eine Versammlung aller Bürger einberufen. Das wird uns nicht erlauben. Wir müssen es trotzdem tun. Die Welt muss sehen, dass wir nur in Macht haben, nicht zustimmen. Deshalb habe ich euch zu diesem geheimen Treffen gebeten, damit wir besprechen, wie wir vorgehen, ohne entdeckt zu werden. Hätten wir uns nicht irgendwo im Warm treffen können? Ach, Mundala, jetzt bleib beim Wesentlichen. Und Aneida, an die denkt ihr wohl gar nicht. Aneida wäre besser zu Hause geblieben. Still, wer könnte das sein? Das ist Fingur. Ich erkenne seinen Schritt überall. Hallo, ist hier jemand? Frisch gewagtes Halten worden. Oh Mann, Garis, das Passwort habe ich völlig vergessen. Ohne Passwort sollst du eigentlich nicht zur Öffnung zukommen. Glaubst du, ich bin die Krähe in der Kleidung? Was? Sind das alle? Wo sind die anderen? Es werden sicher noch mehr kommen. Du hast doch auch welchen Bescheid gesagt, oder? Sevier weiß es und Garis und Essen. Was? Die sind alle noch nicht hier? Nein, aber die kommen sicher noch. Was hast du da? Zeig mal. Vorsicht, die Dinger sind gefährlich. Ich habe von einem gehört, der sich selber ins Bein geschossen hat. Lass das besser zu Hause. Gewalt führt nur zu mehr Gewalt. Wir müssen unsere Ziele mit friedlichen Mitteln erreichen. Ohne Waffen richten wir nichts aus. Ganz im Gegenteil. Au, Aneida, ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Solche Waffen geben uns nur scheinbare Stärke. In wirklicher Not schaden sie mehr, als dass sie nutzen. Ja, Aneida, passt du drauf auf. Also, jetzt wieder zu unserem Plan. Wir müssen noch heute Nacht überall verbreiten, dass es eine Versammlung auf dem Marktplatz geben wird. Wer übernimmt die Vorstadt? Nein, hört mal, das bringt es nicht. Wir müssen jetzt ja, wie will sie genannt werden, die höchste Prima aus dem Verkehr ziehen. So wie sie uns jetzt ausschalten will. Und wie willst du das anstellen? Wir werden gleich hier vorgelassen. Wir werden erstmal eingesperrt, denn was wir machen ist illegal. Wir müssen alles gut planen und vorbereiten. Nur dann haben wir eine Aussicht auf Erfolg. Dein Plan taugt überhaupt nicht. Bis du damit soweit bist, hat die Krähe ihr System schon längst in Position gebracht. Nicht zu laut, wir wollen doch nicht schon heute Abend entdeckt werden. Wir dringen heute Nacht noch in den Regierungspalast ein. Wie willst du dein Nein? Mit einem Karabiner und zwei Zahnstochern? Du hast Deutschland überhaupt keine Ahnung. Du hältst dich ja für großer Obermacht. Du bist doch nicht als heiße Luft. Glaubt ihr, dass wir auf diese Weise nur das Geringste erreichen? Hört mir mal zu. Solange die Polizei und die Armee gegen uns sind, haben wir keine Aussicht auf Erfolg. Wir müssen einen Weg finden, sie auf unsere Seite zu bringen. Wir brauchen überzeugende Argumente, eine Botschaft, besser noch eine Person, die ihr Vertrauen hat. Wer könnte das sein? Die Königin hat ein ziemlich hohes Ansehen. Wir sollten sie gewinnen, uns zu unterstützen. Die Königin ist zu sehr mit ihrer Trauer beschäftigt. Die Königin ist gleich mal in der Stadt. Sie ist irgendwohin zu einer Kur verreist. Das ist nicht wahr. Wer ist das denn? Man soll die Nacht nicht vor dem Morgen loben. Frisch gewagtes Halbohren, das ist Zephyr. Siehst du, das Passwort bringt doch was. Die Königin ist nicht verreist. Die Krähe hat sie verhaften lassen. Was? Aber es wurde gesagt, sie sei krank. Das ist eine Lüge. Woher weißt du das? Ich habe noch jemanden mitgebracht. Das ist doch die Tochter vom Polizeikommandant. Er ist jetzt wieder Polizeidirektor. Ist doch egal, aber die sollte nicht dabei sein. Wieso? Was hast du gegen sie? Vielleicht ist sie eine Spionin. Ingurt, deine Fantasie schäumt mal wieder über. Dagila ist ganz und gar auf unserer Seite. Ich kann für sie bürgen. Auch sie ist absolut verlassen. Woher weißt du das? Sie hat Zugang zu den Machenschaften von ihrem Vater. Eben dadurch ist sie für uns so wichtig. Ich bin dagegen. Ohne Dagila bin ich auch nicht dabei. Ihr habt die Wahl. Leute, das ständige Streiten bringt uns auch nicht weiter. Ich verstehe, dass ihr misstrauisch seid, aber hört erst mal, was wir herausgefunden haben. Ja, das will ich hören. Wie Sevi schon gesagt hat, die Königin ist nicht krank. Die Justizministerin hat sie unter Hausarrest gestellt. Ich habe das direkt von meinem Vater. Dagegen werden wir morgen demonstrieren. Morgen ist es schon zu spät. Sie soll noch heute Nacht aus der Stadt geschafft werden. Wir müssen die Königin befreien. Wisst ihr sonst noch etwas? Sie wird im Schlafzimmer im Palast festgehalten und streng bewacht. Niemand darf zu ihr. Wir schleichen uns ein. Vielleicht kann man das Fenster. Wir kämpfen uns den Weg frei durch zu ihr. Wir zaubern sie heraus. Ja, das ist es, was wir bräuchten. Zauberei. Aneida, hilf uns doch mit ein bisschen Zauberei. Aneida, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Hört einmal her.
Das Ganze kann nur mit guter Planung gelingen. Wenn du noch planst, ist die Königin schon längst weg. Ich denke ja auch wie du. Auch ich will ein Ergebnis. Aber wie? Deine Vorschläge sind genauso unmöglich. Nur Kleinmütige und Zaghafte lassen sich von sowas abschrecken. Wer da unvorbereitet hineingeht, wird gleich verhaftet und kommt nicht wieder raus. Wir brauchen noch ein paar Pistolen oder wenigstens Messer. Wächter, die sich uns in den Weg stellen, werden sofort ertroffen. Nein, es sind zu viele. Man muss sie überreden. Ich halte sie fest von hinten und du schließt so lange die Tür auf. Unmöglich. Wo bekommen wir denn jetzt Mönchskutten her? Das Kloster ist nicht weit von hier. Wir werden uns sicher helfen. Vielleicht gibt es noch einen geheimen Gang oder Tunnel. Einen, an den niemand mehr denkt. Ja, Gareth, das ist die Lösung. Kennst du auch noch die Tür zu diesem längst vergessenen Gang? Wenn wir es erschrecken könnten, dass sie alle in Panik davonlaufen. Braucht einen Knalleffekt, eine enorme Explosion. Von dem Geist des verstorbenen Königs werden sie sicher viel Angst bekommen. Ich könnte mich als König verkleiden. Ja, Gareth, ich sehe dich schon im Leichentuch durch die Halle schweben. Uhu, uhu. Uhu, ich würde auf der Stelle Reis ausnehmen. Ja, so machen wir es. Ich mache auch mit. Klar, du hast ja auch so gut zugehört. Was habt ihr besprochen? Ich kann das auch. Kannst du das Vaterunser? Hä? Lass nur, es ist bereits entschieden. Sephir wird es wagen. Was wird er wagen? Wartet es nur ab und betet, dass es gelingt. Ich verstehe gar nichts mehr. Wir müssen uns jetzt beeilen. Euch erklären wir später. Sephir, viel Glück. Mundala, danke, dass du Anaida mitgebracht hast. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten, Anaida. Komm her, Sephir. Möge dir Gott zur Seite stehen. Sephir, du bist sehr tapfer. Das Glück, das uns zusammengeführt hat, soll hier nicht enden. Nimm diesen Talisman, er wird dich beschützen. Komm heil zurück. Ephes? Ephes? Bortul? Ephes! Nun sag schon, ich höre dich ja. Ist dir auch langweilig? Nein, ich habe ja dich zur Unterhaltung. Dann können wir uns doch etwas unterhalten. Bitte, sag doch etwas. Das versuche ich ja. Und? Aber du antwortest nicht. Ich antworte doch. Aber du hast noch nichts Wesentliches gesagt. Ist das, was du sagst, wesentlich? Ephes, es braucht ein Gegenüber, damit etwas Wesentliches gesagt werden kann. Bin ich dir nicht gegenüber genug? Schon, du musst dich auch nur beteiligen. Beteilige ich mich etwa nicht? Oh je. Oh ja. Ephes?
Ich stehe dir gegenüber und als solcher zur Verfügung. Erinnerst du dich? Heute Morgen habe ich gesagt, es sei ein guter Morgen. Das fühle ich jetzt nicht mehr. Es ist doch nicht mehr morgen. Ephes, das machst du absichtlich. Der Tag brachte Unerwartetes, das ist wahr. Aber bringt das nicht jeder Tag? Nicht so wie heute. Vielleicht nimmt man es nur nicht wahr. Vielleicht ist jeder Tag voller Unerwartetem. Nur weil wir es nicht erwarten, bemerken wir es nicht. Ich kann immer noch nicht verstehen. Noch ein Pluspunkt. Sie haben es ja bei der alten, ich meine bei der höchsten Prima, ganz schön weit gebracht. Die Herr Wachtmeister, wie verläuft der Abend? Irgendwelche Vorkommnisse? Nein, Herr General. Hat sich Ihre Majestät gezeigt? Nein, Herr General. Gut, achten Sie darauf, dass es so bleibt. Und keine Besucher. Sie haften mit Ihrem Kopf in die Sicherheit der Königin. Meine Herren, ich weiß, dass Sie hier schon den ganzen Abend stehen. Sie werden auch nicht mehr allzu lange bleiben müssen. Seien Sie wachsam. Die höchste Prima wird sich Ihnen erkenntlich erweisen. Genug der Gasse. Weiter. Ephes, warum stehen wir hier? Dazu wurden wir beordert. Ja, aber warum will die Krähe, dass wir die Königin bewachen? Hat sie Angst, dass sie davonläuft? Ich weiß es nicht. Das ist Politik. Da halte ich mich lieber heraus. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie sie sich jetzt fühlt. Das muss doch ein ziemlicher Schock für sie gewesen sein. Ob sie nicht vielleicht etwas braucht? Willst du sie fragen? Nein. Da warte ich lieber, bis sie mich fragt. Sie weiß, dass wir hier draußen stehen? Sollen wir mal klopfen? Lass das! Du willst sie doch nicht stören! Du machst dir zu viele Gedanken. Unsere Aufgabe ist es, unseren Dienst zu tun. Uns wurde befohlen und das tun wir auch. Aber gestern waren es noch ganz andere Befehle. Jetzt mach es doch nicht komplizierter, als es eh schon ist. Dass unerwartete Dinge geschehen, das können wir nicht ändern. Aber wie wir damit umgehen, das ist doch unsere Sache. Das entscheiden wir doch selbst. Ich bin froh, dass ich mich nicht um alles zu sorgen habe. Ephes, wenn du frei entscheiden könntest, wen hättest du heute Morgen mitgenommen? Die Königin? Oder die Krähe? Du stellst Fragen, Portul, aber ehrlich gesagt, nicht gerne die Krähe. Stell dir nur das Gezeter vor, dass wir uns dann den ganzen Tag hätten anhören müssen. Das dir schon angenehm macht, aber zum Glück mussten wir das nicht selber entscheiden. Ist das für dich ein Glück? Dass ich mich nicht um alles zu sorgen habe, ja. Tada! 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 Den werten Herren einen ergötzlichen Abend. Tada! Tada! Ihr seid auch einer von denen? Von denen nicht, von unseren. Und ihr? Weder noch. Das trifft sich wohl. Die anderen sollten ohne zu zögern etwas warten. Ihr wartet? Wir warten. Setzen die Herren sich doch. Wenn eure Hoheit gestattet. Euch sei gedankt. Warten wir mit Zuversicht, das ist meine Ansicht. Eine wertvolle Einsicht, eure Hoheit. Mit Absicht, Kommandant. Hauptmann und Umsicht. Hauptsicht. Nachsicht. Rücksicht. Vorsicht! Euch sei gedankt, zum wiederholten Male. Ein seltsam, brustloser Ort. Es fehlt an Ambiente. Mir fehlt meine Schwester.
Seit 32 Stunden bin ich mit ihr verabredet. Das dort ist ihr Zimmer. Ich werde hier auf sie warten, bis sie kommt. Wir warten auch hier. Doch nein! Warten bringt uns im Ziel auch nicht mehr. Ich werde sie suchen. Ich habe sie schon überall gesucht. Doch wenn ich hier war, war sie dort. Und wenn ich dort war, war sie woanders. Das Leben führte zu erzwungenen Wege. Wie ich sie nur entzwicken, dass sie. Meine Herren, es war mir eine Freude. Ich sehe dem nächsten Mal mit Hinsicht entgegen. Adieu. Hätten wir ihm sagen sollen, dass sie hier drin ist? Um ihn dann den Einlass zu verweigern? Das wäre unmöglich. Wir dürfen ihn nicht hereinlassen. Das hat der General befohlen. Wer hat einen höheren Rang? Der General oder er? Der Prinz hat gar keinen Rang. Er steht abseits solcher Formalien. Wenn er gesagt hätte, lasst mich hinein, hättest du geöffnet? Zum Glück hat er es nicht gesagt. Er wusste ja nicht, dass sie hier drin ist. Wir haben es ihm verheimlicht. Er hat uns nicht gefragt, ob wir wissen, wo sie ist. Hättest du gelogen? Hättest du geöffnet? Wir hätten entscheiden müssen. Was tun wir, wenn er zurückkommt? Was tun wir, wenn er uns fragt? Ich werde die Wahrheit sagen. Und wenn er dir, befiehlt zu öffnen? Du hast selbst gesagt, Befehlen müssen wir gehorchen. Aber unser Befehl ist es, niemanden hineinzulassen. Besucher, hat der General gesagt. Der Prinz ist ein Verwandter, kein Besucher. Hotul, das ist die Lösung. Und wenn er nicht fragt? Hotul, du suchst immer neue Verzwickungen. Ist er das wieder? Gott gebe euch Frieden. Und euch, Bruder. So öffnet. Wie, Bruder? Was wünscht ihr? Öffne die Tür. Die Königin erwartet mich. Aber es darf niemand hinein. Der Kirche Trost kennt keine Tore. Aber die Königin soll niemanden empfangen. Willst du ihr Gottes Wort verwehren? Streng genommen ist er auch kein Besucher. Übernimmst du die Verantwortung? Ich teile sie mit dir. Mit Verlaub, aber macht es bitte kurz. Das Maß des Dankes ist noch unbeschrieben. Du bist ein guter Mensch. Wie spät es wohl ist? Erzähl mir lieber eine Geschichte. Eine gute Nachtgeschichte? Nein, etwas Spannendes, sonst schlafe ich noch im Stehen ein. Die Geschichte vom träumenden Gespenst. Also, ich höre. Wächter, öffne die Tür, mein Amt ist getan. So, also, das träumende Gespenst. Es war ein Schloss im fernen Pelkander. Seit
Generationen spukte dort des Nachts ein Poltergeist. Man sagt ihm nach, dass er den Gästen des Schlossherrn um Mitternacht erschien, um dann über ihre Missetaten, die sie auch tatsächlich begangen hatten, Gericht zu sitzen. Auch wenn es zu keinem Urteil kam, für diese armen Sünder war allein das Verfahren folgenlos, wie es tags darauf aufblieb, Strafe genug. Bis dann eines Tages ein unbescholtenes Weib dort übernachtete. Ja, genau. Dieses Weib wusste nichts von dem üblen Ruf des Hauses. Es verbrachte die Nacht ungestört und schlief friedlich bis zum Hahnenschrei. Und was ist mit dem träumenden Gespenst? Sei nicht ungeduldig. Wächter, öffne die Tür. Mein Amt ist getan. Wächter, mach schon auf. Wer bist du? Ich mach schon auf. Könnt ihr euch nicht an mich erinnern? Seid ihr der Mönch? Wen habt ihr denn sonst noch hereingelassen? Der Mönch ist aber schon gegangen. Gute Leute, es ist schon spät. Habt euren Spaß ein anderes Mal. Hast du ihn nicht auch gesehen? Wenn ich es nicht geträumt habe, ist er schon gegangen. Wer ist dann da drin? Macht auf und seht, dass ich es wirklich bin. Seid leise, die Königin hat sich schlafen gelegt. Sie bittet nicht, gestört zu werden. Sie ist da drinnen, ja? Wollt ihr sie wecken? Nein, ist schon gut. Ich wünsche den Herren eine gute Nacht. Gott sei mit euch. Das war komisch. Er ist zweimal herausgekommen. Das kann aber nicht sein. Warte, der Erste. Hat der etwas gesagt? Nein, ich glaube nicht. Siehst du, das ist es. Er war vielleicht gar nicht wirklich. Ein Gespenst? Nein, eine reine Vorstellung. Du glaubst, ich habe ihn mir eingebildet, aus Luft zusammengereimt? Ich wohl auch, ich habe ihn ja auch gesehen. Ich bin so müde. Vielleicht haben wir ihn auch nur geträumt? Du und ich gemeinsam geträumt? Hast du schon mal gehört, dass zwei Personen gleichzeitig denselben Traum hatten? Nein, es muss da eine logische Erklärung geben. Wachmeister, Sie haben gute Arbeit geleistet. Bitte öffnen Sie die Tür. Ihre Majestät, die Königin schläft. Sie möchte nicht gestört werden. Ja, das wissen wir. Leider gibt es Maßnahmen, die nicht warten können. Schließen Sie schon auf. Sollen wir abschließen? Sei vorsichtig. Wo ist die Königin? Sie schläft. Sag das nicht. Das hat der Mönch gesagt. Von dem darf sie nichts wissen. Die Königin ist nicht in ihrem Zimmer. Was ist vorgefallen? Was zum Teufel ist hier passiert? Was ist hier los? Wo ist die Königin? Wir haben sie nicht gesehen. Sie haben gesagt, die Königin schläft. Woher wussten Sie das? Es war so still. Da dachten wir, sie schläft. Haben Sie mit ihr gesprochen? Nein. Und sie ist auch nicht hier herausgekommen? Nein, Herr General. Wir haben sie nicht gesehen. Das ist unmöglich. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ob sie aus dem Fenster gestiegen ist? Aus dem dritten Stock? Unsinn. Das sind mindestens 10 Meter. Organisieren Sie eine Suche im ganzen Palast. Was soll ich sagen, nach wem wir suchen? Bisher wussten nur wenige davon. Das ist jetzt egal. Schlagen Sie ihren Namen. Das wird noch ein Nachspiel haben. Glaubst du? Der erste Mönch war die Königin.
Königin? Wir hätten Verdacht schöpfen sollen. Wir waren zu gutgläubig. Aber ganz ehrlich, bist du besorgt, dass sie entkommen ist? Besorgt nur um uns. Aber vielleicht ist es besser so. Weißt du, ich hatte von Anfang an ein ganz dummes Gefühl bei dieser Sache. Auch wenn mir für uns jetzt nichts Gutes schwant, so bin ich doch erleichtert. Komisch, ich habe gar kein schlechtes Gewissen. Jetzt brauchen wir wohl nicht mehr länger Wache zu stehen. Wenn selbst du das sagst. Einen guten Morgen, Mr. Prima. Haben Sie einen? Ich nicht. Es war eine anstrengende Nacht. Ich habe kaum geschlafen. Was
haben geschlafen. Sie hätten mir lieber bei der Suche nach dem Testament helfen sollen. Ich habe den ganzen Palast umgekrempelt. Nicht eine Spur davon. Vielleicht ist es ja verloren gegangen. Oder vielleicht hat es wirklich nie eins gegeben. Ja, das ist möglich. Es war ja doch nicht mehr als ein Gerücht. Wir sollten trotzdem ganz sicher sein. Ich werde alle Hebel in Bewegung setzen. Wichtig ist nur, dass es nie auftaucht. Gibt es etwas Neues von dem Verbleib der Königin? Das sollte uns der Polizeidirektor erzählen, wenn der mal wieder bleibt. Guten Morgen, Höchste Prima. Guten Morgen, Washington. Wo kommen Sie denn jetzt her? Wissen Sie, wie spät es ist? Ich bitte um Entschuldigung. Wir haben ein kleines Problem zu Hause. Meine Tochter ist heute Nacht nicht heimgekommen. Was hat es mit uns zu tun? Sie haben Ihre Pflicht zu erfüllen. Auch wenn Sie Ihre kleine Tochter mal ein Abenteuer erlaubt. Sie ist ja doch kein Kind mehr. Nur, dass meine Frau sehr besorgt war. Sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Haben wohl alle nicht viel geschlafen. Ihre Privatangelegenheiten interessieren Sie nicht. Hier geht es um Peltago. Tergasse, Sie waren dafür verantwortlich, dass die Königin ihr Zimmer nicht verlassen kann. Aber sie ist entkommen. Wie konnte das geschehen? Ich bin völlig ratlos, Höchste Prima. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es erklären. Die Wachtmänner, Ihre Beamten, haben Sie herausgelassen. Aber wie kann das sein? Die beiden sind äußerst zuverlässig. Das nächste Mal stellen Sie lieber 4 Leute vor die Tür. Höchste Prima, ich muss etwas Unangenehmes melden. Zweit, wo ich unangenehm... Schweigen Sie! Was ist das? Die Wächter, die in der Nacht den Palast sichern sollten, waren heute Morgen alle verschwunden. Ich kann mir auch das nicht erklären. Seltsamerweise, die einzigsten, die sich zum Dienst gemeldet haben, waren die beiden, die die Königin bewacht haben. Für den Chef der Staatssicherheitsbehörde! Können Sie sich außerordentlich viel nicht erklären? Bitte um Entschuldigung, Höchste Prima. Dann jetzt zu diesen beiden Wachmännern. Sie müssen für ihre verräterischen Akte bestraft werden. Ich denke nicht, dass es sich hier um Verrat handelt. Jemand könnte sie bedroht haben. Das hätten sie uns sicherlich nicht verschwiegen. Nein, das war eindeutig Verrat. Und Verrat wird streng bestraft. Wir müssen ein Exempel statuieren, ein abschreckendes Beispiel setzen, das in Zukunft niemand auch nur den Gedanken fassen wird, sich gegen mich zu stellen. Holen Sie die beiden Tergasse. Sie haben genau die richtige Einstellung, Washington. Ich werde Sie zu meinem Stellvertreter ernennen. Eure Höchste Prima sind zu gnädig. Nur die Schleimerei. Die müssen Sie sich abwaschen. Frau Justizministerin... Das ist die Höchste Prima für Sie. Höchste Prima... Warten Sie, bis Sie an der Reihe sind. Sie haben die Königin entkommen lassen. Das ist unentschuldbar. Höchste Prima, wir können nicht genau sagen, was tatsächlich geschehen ist. Aber wir haben eine Vermutung. Es braucht keine Vermutung, um zu erkennen, dass Sie die Königin gegen unseren ausdrücklichen Befehl freigelassen haben. Das ist eine Pflichtverletzung ersten Ranges. Wir möchten gerne erklären, wie es dazu kommen konnte. Jedenfalls, möglicherweise, wir sind allem Anschein nach von einem Mönch in die Irre geführt worden. Jedenfalls glauben wir, dass es ein Mönch war. Der hat sich dann aber verdoppelt. Aber das war ja dann vielleicht die Königin. Herr Gasse, was sind das für 2? Haben Sie dafür jetzt... Ich habe jetzt keine Geduld für abstruse Erklärungen. Der Fall ist doch klar. Die Wachtmänner haben die Gefangene befreit und entkommen lassen. Das ist Hochverrat und muss mit der Höchststrafe geahndet werden. Das Gerichtsverfahren ist hiermit abgeschlossen. Das Urteil lautet auf sofortige Entlassung aus dem Dienst und Verbot jeder weiteren Polizeiarbeit und 8 Jahre Gefängnishaft. Aber es hat doch noch gar kein Verfahren stattgefunden, Herr Gasse. Verbieten Sie diesen Ton! Höchste Prima, sind diese Strafen nicht etwas zu drastisch? Lassen Sie die beiden abwürgen. Ich habe nicht einen Beamten zur Verfügung. Dann machen Sie es selbst. Sie sind doch der Polizeidirektor. Und beeilen Sie sich. Hier entlang. Nein, nein, das werde ich nicht tun. Ich werde mich weigern, solche Befehle auszuführen. Ich werde nicht länger mit ansehen, wie hier das Recht mit Füßen getreten wird. Machen Sie, was Sie wollen, aber ohne mich. Herr Gasse, was ist denn in Sie gefahren? Denken Sie an Ihre Zukunft. Genau das tue ich seit gestern Abend. Und was ich hiermit erlebe, lässt mir keine Ruhe. So danken Sie es mir, was ich alles für Sie getan habe. Ich habe Sie aus der Provinz in die Stadt geholt.
Ich habe diese Karriere ermöglicht. Ich hatte große Pläne für Sie in der zukünftigen Regierung. Aber nein, Sie wollen lieber den Helden spielen. An Ihrer zukünftigen Regierung will ich keinen Anteil haben. Sehen Sie nicht, was für ein Gewürm Sie sind? Wachtmeister, auf der Stelle, verhaften Sie diesen Verräter! Meint sie uns? Frau Ministerin! Das ist immer noch die höchste Prima für Sie. Frau Ministerin, ich habe bisher noch nichts gesagt. Aber jetzt fehlen mir die Worte. Es fehlt mir die Logik. Erst soll er uns, dann sollen wir ihn festnehmen. Wissen Sie überhaupt, was Sie wollen? Washington, tun Sie etwas! Unerhört, das ist einfach unerhört! Zweitens, ich werde dem Befehl auch nicht länger Folge leisten. Sie haben mich aus dem Dienst entlassen. Sie! Verhaften Sie alle beide! Frau Justizministerin, melde Ungehorsam. Ich werde nichts dergleichen tun. Nun reicht es mir aber. Sie sind beide auf der Stelle. Washington! Dann mein Knallen weg! Was machen Sie denn hier? Sie stören uns bei der Arbeit. Wir haben eine Erklärung abzugeben. Washington, tun Sie etwas! Washington, Sie tun jetzt besser nicht. Das ist ein Aufstand. Wir rebellieren gegen die Unterdrückung unserer Rechte. Wir rebellieren gegen die Unterdrückung der Wahrheit. Für Meinungsfreiheit. Für Redefreiheit. Für ein freies Karthago. Für die Freiheit der Königin. Eure Majestät, wir dachten, ihr werdet geflohen. Das war nicht meine Absicht. Ich wäre früher gekommen, war jedoch verhindert. Was sagst du jetzt? Frau Pudel, Herr Washington, Herr Tergasse, Sie haben die Macht Ihrer Ämter grob missbraucht. Sie können nicht länger an der Spitze der Regierung stehen. Der König hat mich kurz vor seinem Tod zu seinem Nachfolger bestimmt. Das ist nicht wahr. Das hätte er mir gesagt. Die höchste Prima. Ich meine die Justizministerin. Ich meine, Frau Pude hat sich selbst zur Alleinherrscherin ernannt. Es gibt dafür keine rechtliche Grundlage. Tergasse, was reden Sie denn da? Ja, Herr Tergasse, seit wann stehen Sie nicht mehr auf Frau Pudes Seite? Gestern konnte man Sie noch ganz anders hören. Vorhin, als die Herrschaften noch nicht da waren, da hat der Polizeidirektor ihr den Dienst verweigert und sich gegen sie gestellt, um uns beide zu beschützen. Das muss ich der Wahrheit halber hier und jetzt bestätigen. Ich bitte zu verzeihen, dass ich außer der Reihe gesprochen habe. Paula, was ist mit meinem neuen Kleid? Ich warte schon seit 2 Stunden auf dich. So fahr jetzt nicht. Vater, du hast mir wunden. Bin stolz auf dich. Dagila, da bist du ja. Ich habe dich überall gesucht. Diese beiden Herren haben heute Nacht der Sache der Gerechtigkeit einen großen Dienst erwiesen, für die sie ihre eigene Freiheit aufs Spiel setzten. Es kommt ihr wahr, so doch noch ans Licht. Ja, das kann ich bezeugen. Das Maß des Dankes ist noch unbeschrieben. Das hat der Mönch gesagt. Woher wisst ihr davon? Jetzt macht schon auf. Könnt ihr euch nicht an mich erinnern? Seid ihr der Mönch? Wen habt ihr denn sonst noch hereingelassen? Ich habe es euch, dem mutigen Bürger von Karthago, zu verdanken, dass nicht zu schlimm gekommen ist. Dieser junge Mann ist in schocker Fahrt sein Leben in den Palast gedrungen und hat mich befreit. Sie wird im Zimmer befreit. Doch in der Nacht hat die Königin mit der Polizei und der Armee gesprochen. Als sie von der Tyrannei und der Verlogenheit der Justizminister erfuhren, haben sie ihre Posten verlassen und sind zu uns übergetreten. Die anderen eingesperrten Minister haben wir auch befreit. Und morgen wird es auf dem Marktplatz eine Versammlung geben. Die Königin wird zum Volk sprechen. Bis dahin gibt es noch vieles zu tun. Frau Pude, der König hat einige Monate vor seinem Tod ein Testament verfasst. Er hat mir gesagt, dass es wichtige Informationen enthält. Er wollte sie aber nicht geben. Und das ja mit Recht. Lass es nicht sicher bei mir sein. Wo ist dieses Dokument? Haben Sie es? Wir konnten es nirgends finden. Wir dachten, Sie hätten es. Frau Pude? Nein. Wenn Sie es nicht haben, dann ist es wahrscheinlich verloren gegangen. Wie dem auch sei, mit dem Tod des Königs hat seine Form der Herrschaft auch ein Ende genommen. Es wird keinen neuen König geben. Gewählte Vertreter, die das Vertrauen des Volkes genießen, sollen diese Aufgabe übernehmen. Aber Majestät, werdet ihr nicht die Regierung übernehmen? Ich werde mich nebenan zur Wahl stellen. Als Majestät sollen Sie mich nun dann nicht mehr ansprechen. Mein Name ist Ellen Garne. Ich sehe, der Wind hat sich gedreht. Unter den gegebenen Umständen muss ich raten, die Flagge zu streichen. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, aber die Schlacht ist geschlagen.
Ich bitte ergebenst um ein gnädiges Urteil. Oh lala. Ich hoffe, ich bin nicht fehl am Platze. Frau Pude, was ist denn nur geschehen? Ihr seht ja noch viel blasser aus als gestern. Vielleicht solltet ihr eine Kur nehmen. Godo, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Hat man dich auch eingesperrt? Leni, weißt du, wie lange ich dich schon suche? Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Aber unter wenige Augen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. 13, 14, 15. Es sind 15. Was war mit der 15? Ich errate es. Es war der König. Er hat mir gesagt, es müssen mindestens 15 sein. 15 oder mehr. Dann soll ich es zeigen. Hier, Leni, ich soll es dir geben, wenn nicht weniger als 15 Personen im Raum sind. Das ist das Testament. Frau Pudel, Sie haben es noch auszudringen gesucht. Wollen Sie es nicht vorlesen? Herr Washington? Mit diesem Zeugnis möchte ich, König von Peltago, der Wahrheit zu Ihrem Recht verhelfen und eine alte Schuld begleichen. Wir wollen es alle hören. Vor vielen Jahren, lange bevor ich Königin Ellen Garner heiratete, hier lesen Sie. Vor vielen Jahren, lange bevor ich Königin Ellen Garner heiratete, kannte ich eine junge Frau aus dem Volk. Sie wurde schwanger, aber mein Vater verbot mir jeden weiteren Kontakt mit ihr. Das Kind wurde geboren, doch konnte ich die Mutter nur heimlich mit etwas Geld unterstützen. Als sie wenige Jahre später starb, veranlasste ich die Unterbringung des Kleinen in einem Kloster. Dort wuchs mein Sohn heran. Ich habe ihn manchmal heimlich besucht, als Mönch verkleidet. Sephir, das bist doch du. Der König, mein Vater. Es geht noch weiter. Ich wünsche, dass mein Sohn Sephir Gumalis genannt. Sephir, du bist ein Prinz. Wenn das kein Glück ist. Nach meinem Tode in den Angelegenheiten des Staates unterwiesen wird und, sollte er geeignet und dazu bereit sein, in der zukünftigen Regierung eine Aufgabe übernimmt. Dies ist mein Testament und letzter Wille. Sephir, ich begrüße dich in der Familie. Hoch, liebe Sephir. Sephir, unser neuer König. Nein, was Ellen Garne gesagt hat, gilt. Wir beginnen etwas Neues. Und das ohne die Justizministerin. Wachmeister, verhaften Sie die Frau Pude. Frau Pude, es lebe die Freiheit! Der Aufpalast im Kerker sein Frühlingslied erhebt.